Hyperthermie. Eine Behandlungsmethode, deren Wurzeln weit in die Geschichte hineinreichen. Eine Behandlungsmethode, die Leben retten kann. Eine Behandlungsmethode, die trotz guter Studienlage immer noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und wir, Rosi und ich, möchten einen Teil dazu beitragen, dass die Hyperthermie den Stellenwert erhält, den sie verdient. Hyperthermie ist nur eine von vielen ganzheitlichen Behandlungsmethoden, die nachweislich bei Krebs helfen können. In unserem Film haben wir uns auf die Hyperthermie fokussiert, da diese Therapieform eine besonders gute Studienlage aufweist. Die Studienlage ist mittlerweile so gut, dass selbst von Seiten der Schulmedizin die positive Wirkung nicht mehr abgestritten wird. Bei einer Hyperthermiebehandlung wird der Körper oder bestimmte Bereiche des Körpers gezielt einer Überwärmung ausgesetzt. Als zusätzliche Behandlungsmethode können dadurch zwischen 20% und 70% bessere Ergebnisse erzielt werden. Trotzdem werden die Kosten in den meisten Fällen nicht von den Krankenkassen übernommen. Wir finden das falsch und laden dich ein, uns durch diesen Film auf eine spannende Recherchereise zu begleiten. Rosi, die selbst Patientin war, kämpft im Nachhinein um die Kostenerstattung ihrer Hyperthermiebehandlung. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten und möglichen Lösungen für die Zukunft. Voller Tatendrang reisen wir zu wichtigen Experten, zu Fachärzten und haken auch bei einem Rechtsanwalt nach. Unser Ziel: Die Hyperthermie muss in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen werden, damit Patienten in Zukunft nicht mehr selbst für die Kosten aufkommen müssen. So wie bereits in vielen anderen Ländern auch, muss die Hyperthermie als fester Bestandteil in die Onkologie integriert werden. Mit dieser Dokumentation und mit weiteren Engagements möchten wir einen Teil dazu beitragen, den Stein ins Rollen zu bringen. Wenn es dir möglich ist, danken wir dir für die Unterstützung unserer Arbeit.